Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute ist wieder Zeit für ein neues Let's Play von World of Warships und heute habe ich mir mal wieder ein Ranked rausgesucht, beziehungsweise habe ich das geschickt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle an den Müsnoop. Und zwar hat er hier die Arizona am Start und ja, da bin ich natürlich sehr gespannt, was er hier reißen kann. Also so, die Stats sehen schon mal sehr gut aus. Und wenn ihr nach wie vor Replays einsenden wollt, dann einfach an warships@wg-news.com. Bitte ganz wichtig, den Replay-Link einfügen und auch die Screenshots der Endauswertung. Nur dann kann ich das Ganze verwerten. Aber wenn das jetzt zu schnell ging, kann es auch einfach nochmal in der Videobeschreibung lesen. So, genug der Worte. Jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Aber den Anfang springen wir mal ein bisschen schneller, weil wir sehen schon, die Jungs fahren alle auf B. Und jetzt geht's richtig los. Es ist eigentlich fast, man kann so die Zeit danach stellen. Also so immer nach 2 Minuten geht so wirklich das Geballere los. Und da hat er schon mal den ersten schönen Treffer gleich setzen können auf die Arizona. 13.728 Damage. So begrüßt man einen Gegner bei World of Warships. So, die Bujani ist hinter den Inseln, aber die Cleveland, die ist da ein bisschen langsam am Fahren. Oh, die könnte er richtig aufs Korn nehmen. Ich hoffe mal, die Cleveland ist sich dem bewusst, beziehungsweise in seinem Sinne hoffe ich das mal nicht. Aber ja, Glück gehabt, da ist er doch wieder beschleunigt. Sonst hätte es mehr als nur 4000 Damage machen müssen, schon fast. Und man sieht ganz klar, die Aufteilung ist recht simpel. Das Gegnerteam ist auf den A-Spot gefahren, sein Team auf den B-Spot. Somit jetzt erstmal die keine direkten Kampfhandlungen hier auf dem Punkt. Sondern das kommt dann erst im Verlauf der Runde so gesehen. Schöner 8800er Treffer. Er wurde dafür nur 3000 getroffen. Das ist alles noch im Rahmen. Nichts weiter schlimm hier. So, und jetzt hat er gleich nachgeladen und die New Mexico, die könnte er jetzt ordentlich aufs Korn nehmen. Man sieht schon, er selbst ist hier schon deutlich in dem Winkel zur New Mexico fahren, dass er eben keine dicken Treffer bekommt. Die New Mexico aber wunderschön breitseitig. Ja, und da sind es doch in Summe auch 8000 Schaden. Jetzt natürlich nicht der erwartete oder erhoffte dicke Treffer, aber zumindest schon mal so ein kleines Hallöchen an der Stelle. Die Cleveland, die kommt da natürlich immer näher, aber hat doch da gerade am Einschlagen, deswegen kommt er nicht drauf. Muss sich also da nochmal auf das Schlachtschiff dahinter stürzen, macht es aber nicht. Denkt sich, nee, spare ich jetzt mal und da kommt die Bujani perfekt raus. 10 Kilometer, tolle Distanz. 5 Sekunden muss er dann nur berechnen, bis die Granaten einschlagen. Oh, und das könnte schon richtig teuer werden für die Bujani. Und da hat sie auch nochmal Glück gehabt. Keine Zitadelle, nur 7500 Schaden. Das war glücklich, bisschen tiefer und das hätte schon vielleicht das Ende sogar bedeuten können. Also eigentlich hat er bisher wirklich sehr attraktive Ziele. So, und jetzt Cleveland direkt nah, 5 Kilometer, Fabeldistanz. So, und da muss er jetzt was draus machen. Das muss eigentlich die, genau. Das muss das First Blood sein und genauso ist es. Sehr schön. First Blood, weg damit. Und selbst der Steven sagt, was ein guter Start. Und wenn der Steven Seagal sagt, dann glauben wir ihm das einfach alle mal. Weil der wird es definitiv wissen. Ist ja ein alter Kapitän. So, und jetzt die Cleveland da hinterhalb. Auch da könnte richtig was passieren. Die schauen nicht schlecht aus, die kommen gut runter. Die erste Zitadelle. Und das waren 14.000 Schaden. Also da kamen sie wirklich, wirklich gut runter. Sehr nice.
So, oh, also der bekommt hier wirklich tolle Ziele, auch New Mexico und die Bayern. Beide schön breitseitig. Vielleicht sogar eher die Bayern das bessere Ziel. Und der geht da auf die New Mexico drauf. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar vielleicht die Bayern da genommen hätte. Auf jeden Fall ist da einiges hinter der Insel. Bayern, New Mexico und die Bocconi. So, und jetzt aber, komm, zeig dir mal, was eine Hake ist. Schau nicht schlecht aufs. Oh, 33.000 Damage, genau sowas wollten wir mal sehen. Hat er sehr nice gemacht. Und da hat natürlich das gegnerische Team, die New Mexico, so gut wie schon verloren. Aber auch seine New Mexico fahrt hier sehr breitseitig, also kein schöner Winkel, den die da nimmt, und die fackelt wie nochmal was, und jetzt muss die gegnerische New Mexico weggemacht werden, weil die halt sich da nicht zu lange da überleben lassen, auch wenn man gefühlt denkt, man verschwendet seine Granaten, immer wegmachen, ganz wichtig, weil wir sehen schon wieder 5000 Hitpoints, und auch wenn sie zwischenzeitlich nur noch knapp über 1000 hatte, aber die Heilfähigkeit der Schlachtschiffe sollte man niemals unterschätzen. Auch er hat da jetzt einen Treffer einstecken müssen. Läuft jetzt hier aufs Wrack auf, muss er aufpassen. Vielleicht ein bisschen nochmal zurücksetzen. So die New Mexico, die brennt. Und jetzt sollte es aber gleich für die erledigt sein. Er geht da auch nochmal drauf zur Sicherheit. Dass auch jetzt wirklich mal Feierabend da heißt. Und die Cleveland hat es da schon machen können. Und jetzt ist das nächste Schiff eventuell die Bayern. Aber auch die Bocconi ist da nah dran, 5 Kilometer. Aber auch die wird schon aufs Korn genommen. Deswegen kümmert er sich da um die Bayern, die ihm jetzt auch knappe 8000 Damage eingeschenkt hat. Also die Bayern sollte man es hier nicht unterschätzen. So, aber die fährt sehr, sehr angenehm für ihn, muss man sagen. Einzelfeuer. Alle Granaten sind raus. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. 8.800, nochmal 1.000, also knapp 10.000 Damage zusammengenommen. Damit sprengt er auch die 100.000 Damage-Marke und ist bei 105.000. Und man darf ja nicht vergessen, man hat im Ranked nur 7 Schiffe, sonst sind es 12. Also dementsprechend ist hier der Schaden auch nochmal zu werten. Denn je weniger Schiffe, desto weniger Hitpoints sind theoretisch möglich zu machen. So, Arizona, die ist sehr nah, knappe 5 Kilometer, sehr close. Und er nimmt jetzt hier den Rückwärtsgang, da als probates Mittel. Da sagt er auch hier, Arizona, gib ihm. So, aber er hat hier sehr schön die Abpraller provoziert. So, und er sollte aber vom Winkel her, sollte das funktionieren, ich würde vielleicht sogar fast ein bisschen mehr auf den Bug schießen. Aber schauen wir mal, was da so die Treffer sagen. Ja, 2730 ist natürlich jetzt nicht die Masse, ganz klar. Aber ihm bleibt jetzt hier nicht viel möglich. Ich muss jetzt auf die Bocconi aufpassen. Die kommt jetzt gleich hinter Insel vor. Und wird ihnen da wahrscheinlich auch nochmal ein paar geben. So, die gegnerische Arizona, die hat schon hier genug, schießt nicht mehr auf ihn. Und leider kommt er jetzt auf die Bocconi nicht drauf. Das wäre ein schöner Kill gewesen. Aber in dem Fall einfach zu lange die Türmendrehung benötigt. So, mittlerweile führt das Gegnerteam mit 4:2 in dem Augenblick. Und jetzt wird es langsam unangenehm. Aber die Bocconi, die hatte ja nicht mehr so viel. Trotzdem haben wir dann noch eine New Mexico, Arizona, Bayern und Cleveland. Bocconi ist mittlerweile ja eh schon zerstört. Habe ich gar nicht mitbekommen. Seht es mir nach. Also das ist zumindest jetzt kein X-Faktor mehr in dieser Runde. Die anderen beiden Schiffe waren zuletzt hier hinten gespottet. Auf D3, D2. Schöner Treffer jetzt auf die Arizona. Wichtiger Anschlusstreffer. Jetzt brennt er auch.
Den heilt er jetzt erstmal gegen. So, und er wird da aus dem Hinterhalb mit HE-Granaten eingedeckt. Natürlich gegen Schlachtschiffe als Kreuzer ein wahnsinnig probanes Mittel. Man sieht's. Das tut nicht gut. Der Brand ist erstmal gelöscht, aber die Gefahr des nächsten Brandes schlummert in jeder Granate. Und genauso ist es auch. Nächster Brand am Start. Und jetzt hier auch noch die AP-Granaten seitlich. Vielleicht sollte er sich jetzt auf die Cleveland mal konzentrieren, dass wenigstens hier dieses Nerfbolzen-Ding einfach mal weg ist. 6700 Hitpoints, also definitiv machbar mit einer Salve. So, Granaten sind alle auf dem Weg. Schauen nicht schlecht aus, die kommen ganz gut. Und genauso ist es, sehr schön. Da macht er jetzt die Cleveland weg und kann damit auch seinen Brand löschen. Denn erstmal hat er gar keinen Probleme mit weiteren HE-Granaten. So, und weiterhin ist er im Rückwärtsgang. So, die Bayern hat auch nicht mehr viel. Auch da kann sich's jetzt schon mit der Salve erledigen. Und genauso ist es, sehr gut. Auch die Bayern ist raus. Und jetzt wird's interessant, denn er jetzt mit 17.000 Hitpoints gegen die gegnerische Arizona. Und leider hat in dem Augenblick sein Teammate hinten das Zeitliche gesegnet in der Cleveland. Das heißt, er muss jetzt gegen die Arizona und gegen die gegnerische New Mexico ran. Also das ist noch ein bisschen Arbeit, die er da vor sich hat. Aber bevor wir über die New Mexico reden, ist jetzt erstmal die Arizona das Ziel, um das es geht. 5400 Damage, nicht ganz schlecht. Und Wahnsinn, da kommt eine einzige Salve HE und die löst sofort das Feuer aus. Super ärgerlich. Weiterhin kommt sie hier da schräg angefahren entgegen. Aber auch hier 5000 Schaden. Jetzt bekommt es aber von der Seite auch noch von der New Mexico. Und dementsprechend ist er jetzt zum Handeln gezwungen. Er muss jetzt irgendwas machen. Ein Schiff muss jetzt mal raus. Und jetzt fährt er seitlich an, weil er natürlich weiß, jetzt braucht er alle Kanonen. Aber dementsprechend hat er auch seine Seite da freigelegt. Hat man jetzt gut gesehen. Dementsprechend auch der ordentliche Treffer da. So, Arizona will, der macht das jetzt gleiche, das Gegnerische. Das könnte sich für die Arizona vielleicht schon schwierig erweisen. Muss man jetzt natürlich sehen, jetzt, er bekommt es wieder von der Seite. So. Jetzt lässt er hier auf jeden Fall der gegnerischen Arizona möglichst wenig Spiel, um hier da den Treffer zu landen. Jetzt fahrt er seitlich ran. Jetzt muss er irgendwie da mal einen ordentlichen Hit raushauen. Aber hier in dem Fall leider immer noch 5300 Hitpoints. Er selber hat noch 3-2. Jetzt kann er sich wieder heilen. Natürlich macht er das auch sofort. Das Schöne ist, die gegnerische Arizona kriegt jetzt die Türme nicht gedreht. Seht ihr ganz gut. Das heißt, das kann er ausnutzen. Und seine nächste Salve nochmal raushauen. Die Sekundären lösen jetzt hier den Brand aus. Jetzt läuft er da auf die Insel auf. Natürlich ist das jetzt nicht gerade hilfreich. So, Schüsse sind raus. Wichtig, der Killshot ist gelandet. Jetzt läuft er aber auf die Insel auf. Und die, oh Gott, die New Mexico, die hat noch 31.000. Das kann es doch nicht sein. Da hat man gerade das Gefühl, okay, das läuft. Und dann kommt da das gegnerische Ding auch nochmal daher. Mit dreimal so viel Hitpoints, wie man selbst hat. Natürlich ist die nicht doof. Die sieht sofort, der ist aufgelaufen. Salbe hin, zack. 4.000 Damage nochmal gemacht. Also 6.000 noch auf dem Zettel. So, jetzt guckt er, orientiert sich so ein bisschen. Jetzt kann er mit seinen Heckgeschützen da wenigstens mal ein bisschen draufballern. Und das war ein schöner Treffer, der war wichtig. Die Zitadelle, damit schießt er sich wieder ein bisschen ran. Aber die New Mexico sofort die Heilung am Start und holt sich da wieder ein paar Hitpoints zurück. Er kann jetzt hier die parieren, sehr schön abgeprallt. Ja, die waren jetzt leider
Nicht, dass jetzt da alle abgeprallt sind. Dementsprechend nur noch 2300 Hitpoints. Aber er sollte eigentlich wieder nochmal Zeit bekommen, nochmal um eine Heilung auszulösen. Und hier langsam aber sicher geht es hier auch ins Ende dieser Runde. Daher will ich es gar nicht großartig noch kommentieren, sondern ihr kriegt die letzten Impressionen live zu sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Runde. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten sage ich einfach jetzt viel Spaß mit dem epischen Finale. Euer Alcaramba. Ja.